Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, wir haben in der letzten Folge den Schiffsbruch miterlebt, wurden gefangen genommen, haben uns frei gekämpft und unser erstes Lager hier errichtet. Und müssen jetzt gucken, dass sie liebe Laura hier was zu essen bekommt. So. So, hier haben wir schon mal die Pfeile. Und jetzt aber wir haben einen Bogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Oh, dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Wir müssen halt auch erstmal einen Hirsch finden. Nee, sonst ist hier nämlich gar nichts. Wir müssen also erstmal einen Hirsch finden. Wir haben einen Hirsch erlegt. Ich habe tatsächlich den Hirsch erlegt. Yay! Oh je. Entschuldige. Das arme Tier. Wow. Okay, zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist.
Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. So soll ich hier an deinen Überlebensinstinkt drücken. Okay. In sowas bin ich sehr schlecht. Details finden. Kleine Totemsjagen. Mal gucken, ob wir es schaffen, die alle zu finden. Mal gucken, ob wir es schaffen, zurück ins Lager zu finden. Mhm. Wir sind im Lager zurück. Okay, wir haben einen Punkt. Tierische Instinkte. Okay, halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadaver und Lebensmitteltruhen. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen zufällig, sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Pfeile wiederfinden. Findige Bogenschützer ziehen ihre Pfeile aus Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Okay, das dafür. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Und da braucht man dann schon Rang 2 und Rang 3. Okay, ich denke mal, wir werden Überlebenskunst machen. Und meistern das erstmal. Okay. Hier gibt es auch noch was sicheres. Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Okay, das wäre auch noch gewesen. Aber wir brauchen überall einen höheren Rang oder so. Also es gibt Jäger und Überleben. Wieder raus. Okay, ich habe noch jetzt die Das haben wir ja jetzt gemacht. So. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Ach, du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. So weit, so gut. Ne? Musik.
unheimlich. Hallo? Ist jemand hier? Also müssen wir hier runter. Okay, jetzt haben wir noch eine Art Karte hoch und... Was mache ich bloß? Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist verrückt. Traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte okay. Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Interessant. Dann wird's auch weitergehen. Und dann mal erst noch die Kiste. Oh nein. Haben wir das jetzt gelernt? Na wann? Ach du Scheiße. Das ist ja sehr erbaulich. Wenn niemals jemand hier rauskommt. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Kannst du ein bisschen leiser sein? Okay. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank.
Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Sie glaubt ihm kein Wort. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Oh nein, nicht schon wieder. Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Nein. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Okay, zu wem gehen wir? Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Wie groß stehen die Chancen, dass der jetzt einfach abgehauen ist? Ich sehe die Chancen sehr hoch.
Aber ob der wirklich abgehauen ist oder noch in der Nähe ist, das seht ihr im nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.